So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu 10 Days to Die. Da sind wir wieder zurück. Aufnahme. Jetzt. Er hat Gang. Willkommen. Wir sitzen in unserem Loch. Ich habe gestern noch ein paar Sachen gesammelt. Steine, Holz, da sind wir ordentlich versorgt. Wir haben das Wasser gerade weggeprügelt. Wir haben 19 Wasser. Wir haben Antibiotika, wir haben Vitamine, wir haben 6 Golden Rod Tee plus 3 unten schon im Inventar. Wir haben nochmal 5 Nahrung, nochmal 3 Speck und Eier. Eier und Wildbrett hätten wir auch noch ein bisschen übrig. 3 Speck und Eier im Inventar. Das heißt, die Sachen sind dafür vorbereitet, wenn wir gleich losrennen. Ja, ich habe mir hier so ein Shelter nicht gebaut, 4x4, man sieht natürlich gerade nichts, ist die falscheste Zeit, aber wir wollen auf jeden Fall den Schlafsack hier reinlegen, wenn wir gleich losreisen, und zwar von hier. Das ist erstmal unsere Zwischenbasis, nicht zentral an der Stadt, hier rüber zur nächstgrößeren Stadt. Ob da bessere Gegebenheiten Häuser sind. Ich würde hier um die Berge aber rumlaufen wollen. Das heißt, endlich versuchen, die Straße runterzulaufen. Wir haben genug Essen, wir haben genug Trinken dabei. Blitzt das draußen gerade? Anscheinend. Wir haben Hunger wie Sau. Ich nehme mal einmal mehr mit, weil eins werde ich gleich essen müssen. Und das gibt ja auch nur 36 Nahrung. Genau. Das ist unsere Nahrung. Die anderen Sachen müssen wir ablegen. Und wir haben noch einen Punkt. Und zwar für Fertigkeiten. Und wir können den eigentlich kaum in irgendwas investieren. Aber was wichtig ist, jetzt wo wir den Kochtopf haben und Eier sammeln, ist es natürlich wichtig, dass wir nicht nur den Fährtenleser haben, sondern vielleicht auch den Kirschner. Wo war der jetzt wieder? Komplett der Jägersmann, nicht? Bis auf den besten Weg, ein Jägersmann zu werden, sammle Werkzeuge mit einer Schneide 20% mehr Rohstoffe von Tieren. Wir haben unser Messer, von daher nehme ich das. Wir gucken nochmal, wir haben sogar noch ein paar Erfolge. Sehr schön. Kriegen wir also auch nochmal Erfahrung. Und ja, hier müssen auf jeden Fall Zombies in der Nähe sein. Wir werden auf jeden Fall die Dings einsammeln. Es gibt hier abgeworfene Vorräte. Die wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Oh, es ist echt. Jetzt ist gerade schwarz auf schwarz hier die Nacht. Ich sehe gerade mal so ein bisschen den Boden. Ja, draußen ist ordentlich Party. Oh Mann. Das ist natürlich ein Wetter, um rauszugehen. Ich will die halt nicht hier zu den Kisten locken. Schöne Scheiße. Aber da kommt schon der Morgen. So. Ich mach mal unsere Kiste hier zu. Das wollen wir hier noch reinlegen, nicht? Das brauche ich jetzt nicht. Ich habe auch gesagt, die Schaufel nehmen wir jetzt nicht mit. Ich nehme mal den Holzsplint mit. Falls ich irgendwo doof falle, dann kann ich mich selber heilen, nicht? So. Falls wir hier irgendwie lang müssen. Ja, wollten wir durch die Stadt, ja, nicht? Eigentlich. Aber da ist wieder dieses Dockhaus. Ne, wir laufen so ein bisschen seitlich an der Stadt vorbei. Achso, der hat ja Hunger. Oh. Dadurch können wir nämlich auch schneller laufen. Also das Essen hat durchaus auch noch weitere super Vorteile. Gerade wenn wir eine Reise antreten wollen. Ich hoffe, ich habe nichts
übersehen, vergessen, liegen gelassen. Ja, du kriegst doch gerade dein Essen. Oh, ich würde nämlich versuchen, so ein bisschen an der Straße entlang zu laufen, weil ich glaube, wenn wir Glück haben, können wir da noch das eine oder andere Hühnchen halt rupfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was ich richtig gut finde, früher waren die Nester fix, nicht? Das heißt, wenn man einmal die Nester in der Nähe gesammelt hatte, dann waren die weg. Aber jetzt scheinen die jede Nacht neu zu spawnen. Oder ich übersehe echt so viele beim Rumlaufen. Das glaube ich aber nicht, weil wir so oft schon an diesem Zaun waren. Naja. Ah, guck mal, es wird sogar noch schönes Wetter. Was haben wir hier noch? Ja, Eisen. Obwohl Eisen für Stacheldraht? Doch, nehme ich mit. Eisen ist schon noch wichtig. Wir müssen jetzt bei der Reise natürlich ein bisschen selektiv vorgehen. Und apropos selektiv, wo ist denn der Abwurfcontainer? Der ist weg. Das ist ja Verarschung. Ach, da ist er. Okay, er ist unter 100 Metern. Aber er wurde auch nicht mehr oben angezeigt. KZL Radio Station. Ja, ja, schreien sie doch nicht so. Weil das würde ich schon gern noch vorher mitnehmen. Ich hoffe, da ist nicht zu viel Müll drin. Ah, das sieht sogar gut aus. Können wir noch ein bisschen was lesen unterwegs, nicht wahr? Rüstung nochmal besser. Handfeuerwaffen selbst gebaut besser. Naja, gut. Jetzt nicht unbedingt das, was wir wollten. Fahrrad und Räder freigeschaltet. Oh yeah. Okay. Ja, ja, ja. Ja, sowas wie verrottenes Zeug kann ich auch erstmal wegschmeißen. Das wird später wichtig, nicht? Aber aktuell. Steine, ja, Steine nehme ich mit. Dann können wir nämlich neue Pfeile machen. Wir auch so wenig Pfeile wie möglich jetzt hier erstmal ausgeben. Ja, Autos auch, nicht? Sehr viel Stuff drin. Und ich habe ja den Fährtenleser durchaus. Kann ich mich auch einfach ducken und sehe dann, ob hier irgendwo Tiere sind. Wenn auch nur Hühnchen. Aber ich kann keine Spuren in der Nähe entdecken. Schade. Man kann ja nicht alles haben im Leben. Oh ja, aber 12-mal Nest bzw. Federn sind gut. Das war das Haus. Nee, das kennen wir gar nicht. Das könnte ein Haus sein, was uns gefällt. Weil es auf dem Weg liegt, da wo wir hinwollen. Guck mal kurz. Vielleicht ist es das, was wir absichern. Es liegt nämlich in der Nähe der einen Stadt und vielleicht so halb, drei Viertel auf dem Weg zur anderen. Ja, das ist viel zu groß, nicht? Das ist irgend so ein Komplex hier. Ah, nee, da brauche ich gar nicht rangehen. Der ist interessant, aber nicht für jetzt. Ja, entschuldigen Sie, ich sammle hier. Für einen wohltätigen Zweck. Ja, ja, ja. Getötet beim Federsammeln. Das wär's ja. Naja. Ganz ruhig. Ich meine, im Notfall, wir haben hier Golden Rod Tea, können wir auch immer noch Verdorbenes essen. Ich kann hier kaum in Ruhe meine Ecke angucken. Überall stehen sie rum.
Ist da drin? Am Müll kann ich immer nicht vorbeigehen. Holz! Sehr gut. Mal gucken. Tiere in der Nähe. Keine Spuren. Schade. Das geht aber südlich. Okay. Ja, das ist die richtige Richtung. Hoffe ich. Nicht, dass ich mich von oben verguckt habe und die Stadt im Süden lag eher. Ich hätte mir das mal markieren sollen oben auf dem Hügel. Wenn wir bis 10 Uhr nichts haben, laufen wir direkt zurück. Dann war es einfach nur Nester sammeln. Das muss ja auch mal gemacht werden. Das passt schon. Und ein paar Tiere würde ich auf jeden Fall noch gerne jagen. Keine Spuren. Dun, 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 dun. Oh, da ist verbranntes Biom, oder? Ja, im Süden. Ich laufe auch komplett falsch. Ich weiß nicht, wie ich ständig so abdrifte. Ist ja einfach nur ein Kompass hinterher. Da ist auf jeden Fall wieder im Weg. Das ist schon mal gut. Oh, da ist eine Hütte. Das sieht aber auch schon zu groß aus. Aber so ein Turm ist nicht schlecht. Ist aber halt weit ab vom Schuss, denke ich. Wobei der Weg auf die andere Straße zur Stadt führen wird, ne? Oder zu der Straße, wenn die wieder hochgeht. Robert Track Shed. Könnte man schon was draußen machen, oder? Hier hat man einen Aufgang. Hier hat man direkt Dach. War es ein bisschen sehr, sehr groß. Man müsste die Verteidigung dann auf irgendeine der Seiten begrenzen, vielleicht. Ah, bin noch nicht 100% überzeugt. Geht die Tür auf? Nee. Ja, da müsste man jetzt... Naja, müsste man obenrum jetzt ran. Kostet zu viel Zeit. Das ist nicht unser Ziel. Das können wir auf dem Rückweg. Falls wir nichts finden, können wir da auf dem Turm schlafen oder so. Falls wir das zeitlich nicht hinbekommen sollten. Oh, er hat ja immer noch Hunger. Und wir brauchen das Rennen. Ich glaube, da vorne geht die Stadt schon los, oder? Naja. Wenn die immer Hunger auf mein Gehirn haben, da ist doch eh nichts drin. Da geht sogar die Straße lang. Dann führt die zur Stadt. Ja. Oh, mein Nest. Jetzt waren echt lange keine mehr. Da ist ein Huhn. Wo ist es hin? Jawohl. Das ist super. 12 aus einem Hühnchen. Wo ein Huhn ist, sind oft auch 2... Fürs Level up. Oh. Die hat überlebt, obwohl ihr Arm ab war.
Wir wollen auf jeden Fall mehr Steine. Ich habe gerade mal 500. Pfeile. 75. Das ist gut. Wir brauchen nämlich für die Nacht auf jeden Fall 3 Stacks 150er. Ich finde es faszinierend, wie sich jedes Mal das Spiel anders spielt. Weil man in andere Situationen kommt am Anfang, nicht? Manchmal findet man ein gutes Haus. Manchmal findet man... Das Militärcamp. Da nehmen wir mal Abstand von. Manchmal findet man Wasser, manchmal findet man Nahrung, manchmal findet man gute Werkzeuge. Aber nie alles. Und je nachdem... Entwickelt sich das Spiel denn auch unterschiedlich? Oh, gibt's hier noch Hühnchen? Keine Spuren, sehr schade. Ich hatte auch nichts gegen ein Reh, was mir vor die Flinte läuft. Ah, noch so ein... Ja, ja. Noch so ein Bergbaucamp-Dings. Ja. Nee. Das hatte ich auch im letzten Spielstand. Da wollte ich auch nicht unbedingt rein. So ein Bunker. Ups. Da ist doch die Stadt. Vor 10 sind wir angekommen. Also ist schon ein kleiner Marsch. Aber nicht so weit. Wenn wir hier das Haus oder so, wenn die hier sogar weitergeht, dann wäre das Haus doch optimal. Oder wir bauen halt dazwischen was. Ich meine, die Häuser, die man findet, sind ja jetzt auch nicht stabiler als das, was man selber bauen könnte. Wir haben noch ein paar Tage Zeit. Also wäre eigentlich cool, dann so eine Ecke freizuräumen und sich wirklich doch komplett selber was zu bauen. Man kann ja die Crafting-Sachen woanders hin machen und dann nur so einen Verteidigungsturm, wo man in der Nacht dann hingeht oder so machen. Bei Farmen gibt es doch sicher Hunde. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Oder auch Wildschwein und so. Okay, aber hier ist wirklich Stadt. Nicht, wenn man einen Ort hat, an dem man im Bett respawnt, wo man sich sicher fühlt, wo man sich wieder auffrischen kann, dann ist es auch nicht ein Problem, ein paar mehr Risiken einzugehen. Aber aktuell haben wir noch alle Sachen quasi ja immer nur am Mann dabei. So, und die Stadt war aber riesig, nicht? Die hat sich, also vom Hügel aus hat die, wir standen hier. Und ich dachte, die war da. Also entweder zieht die sich bis da. Oder da war noch eine dritte. Dann wäre hier ein Haus natürlich gülden. Allein wegen Loot Respawn. Oh, da ist ein Wagen des Glücks, nenne ich ihn. Holz. Oh ja, Holz ist praktisch. Müssen nur aufpassen, dass hier nicht irgendwo ein... Hundekäfig oder sowas ist. Hm, naja. Schraubenschlüssel freigeschaltet, immerhin. Ja, wir können ja einfach mal die Straße entlang laufen, so ein bisschen. Oh, eine grüne Tasche. Was bist du? Geld für Samen? Hm.
Ich würde lachen, wenn ich jetzt in dein Haus gehe und sofort ein Dings finde. Ein Kochtopf. Da ist jemand drin. Das sind Sachen, die brauche ich nicht mehr so wirklich, oder? Mal gucken, was alles aufgewacht ist. Level 7. Und dafür schieße ich direkt daneben. So, erwischt. Nur das alte Zeug. Ah, Kartoffeln. Wow. Wow. Was war denn da drin? Ah, nur Essen. Ah, und ein Buch. Ich dachte noch mehr. Ah, haben wir alles schon. Ah, so eine Küche ist geil. Aber kein Kochtopf. Kochtöpfe hätten sie auch hier nicht gehabt. Lehrer. Wow. In den Türrahmen geschossen. Okay. Ah. Oh, Savage Country. Nur eine Zeitschrift. Ja, jetzt sind wir schon fast voll, nicht? Ich habe schon wieder zu viel gesammelt. Das können wir hier zerlegen. Das brauchen wir nicht. Was ist das hier? Mündungsbremsen-Mod. Wir können mal Nahrung und Wasser. Ja, komm, hauen wir weg. Wir haben es ja. Vor allem jetzt brauche ich das Wasser auf einmal nicht mehr, nicht? Können wir noch irgendwas zerlegen? Verrottenes Fleisch werfe ich jetzt auch mal weg. Brauchen wir auch nicht wirklich. Den Hammer, ja, weiß ich nicht. Okay. Ach, das ist wieder das Ding, wo man nur von der Seite rankam. Wo keiner drin war, oder?
Ja, wieder das verrottene Fleisch. War hier nicht aber ein Paket oder so versteckt? Nee, gar nichts, nicht? Okay, alles ist anders. Dann würde ich sagen, laufen wir noch ein Stück hier durch. Aber dann würde ich mir zwischen den beiden Dingern was suchen und machen und bauen und tun oder so. Und man läuft doch schneller zwischen den beiden hin und her als gedacht. Oh, da ist eine Hundeklappe. Ah ja. Mecker doch nicht. Ah, die Häuser sind hier alle viel zu groß. Eine Werkbank. Paul Residence. Schade. Holzknüppel, Qualität 2. Oh, der Friedhof war auch nicht schlecht. Da gab es auch einige Sachen. Auch den Tod, ich weiß. Wow. Treffen kann ich. Du lebst ja noch. Haben wir nicht gewettet. Keine Pfeile zum Einsammeln? Das ist eh. Ey, einfach durch. So. Sehr schön. Was ist hier? Oh, können wir auch noch mitnehmen. Das ist ein anderer Friedhof. Gibt also mehrere. Okay. Können wir alles später looten, nicht? Ich wollte eigentlich eine Erkundungstour machen. Oh, Baumhaus natürlich auch sehr stark. Baumhaus auch sehr stark als Idee. Ah. Sorry, wir können leider nicht bleiben. Da geht's noch weiter. Also die ist wirklich riesig. Ich glaube, da sind zwei Städte ineinander, ne? Ah, das ist schon gut. Ich glaube, selbst wenn wir uns hier was suchen, wäre das immer noch besser als bei der kleinen Stadt. Obwohl, die sehen fast ähnlich aus. Die ist nur gedreht. Kann das sein und wirkt dadurch ein bisschen größer. Trotzdem, zwei Städte in der Nähe haben, besser als keine. Ich meine, wir müssen irgendwann so oder so nochmal umziehen, nicht? Also, nichts ist für ewig. Und, ja, gucken wir mal. Wir müssen jetzt Richtung Süden, nicht? In die Richtung zurück. Eigentlich müsste ich jetzt hier auch eine Kiste basteln, nicht? Aber ich würde sagen, da nichts für ewig ist,
gucken wir mal in die nächste Folge rein und laufen dann zurück. Bis gleich.